Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei UFO-Mann LP, bei The Rust. Ist schon ein älteres Spiel, über ein Jahr alt schon. Finde ich aber ganz cool, dann sind die meisten Bugs dann auch schon draußen. Dann läuft es einigermaßen. So. Gucken wir mal, was... einen Ofen wollte ich machen. Ob wir das jetzt hinkriegen? Nee, da brauchen wir Low-Grade-Fuel. Machen wir noch. Haben wir ja. So. Reicht das schon für den Ofen? Nein, wie viel brauchen wir davon? 10? 3 haben wir, wir brauchen noch 7. Kriegen wir das hin? Ach Mist, jetzt fehlt uns wieder Animal Fat. Okay. Packen wir das mal in die Truhe. So. Die Ressourcen. So. So. Das Zeug, wenn wir... Ach, das Animal Fat. Ah, okay. Jo, ich denke mal, dass wir uns jetzt immer noch keinen Bogen craften können. Weil... Was essen könnte ich mal, wa? Ja, schlagen wir uns mal richtig den Wanst voll hier. Wir könnten natürlich auch zum... Oh, Alter, der braucht aber auch einen Haufen. Na gut, ich war den ganzen Tag unterwegs, verstehe ich. So, jetzt sind wir eigentlich voll, wa? Mm, bam. Metal Ore, Wood haben wir genug jetzt im Inventar. Steine haben wir nicht. Was ist das? Nochmal Metal Ore, okay. Und hier haben wir Steine, okay. Was ist das hier? Ach, das ist auch Ore. Sulfur, Schwefel, Erz. Bisschen Kohle, das fällt immer an hier vom Lagerfeuer. Und dann haben wir Steine, okay. Würde ich ganz gerne mal gucken, wie sieht es denn aus mit dem Bogen. Ob wir jetzt einen Bogen schon craften können. Na, na. Ich drücke hier mal die falschen Tasten. Ich bin hier noch bei Beasts of Prey. Und da drücke ich mal die U-Taste. So. Inventory. Mam. Brauche ich aber nicht. Sondern ich will doch hier. Ich will ja craften. Warum klappt denn das immer weg? Und zwar ein Furnace. Da brauchen wir immer noch. Okay. Was ist denn mit dem Bogen? Können wir da was machen? Metal Door können wir noch nicht bauen. Naja, klar, natürlich nicht. Ich brauche eine neue Steinaxt. Ja. Gut. Und dann brauche ich eine Fackel. Fackeln habe ich ja genug. 46, okay. Was wollte ich jetzt? Ein Bogen. Der Bogen wäre bei Reapens. Und da brauchen wir den... Was gibt's hier? Metall-Axt. Sehr schön. Und den Hunting Bow. Close. 5 brauchen wir. Wir haben 2. Hm. Und was ist denn eigentlich mit einem... Eine Hose? Wie sieht's denn aus mit einer Hose? Reicht auch nicht? Okay. Handmade Lockpick. Keine Ahnung. Was ist das? Lockpick. Can be used to open locket... Backpacks. Ah, um geschlossene Rucksäcke zu öffnen. Eine Art Dietrich, kannst du sagen. Aber was ich jetzt noch... Achso, ich würde noch nach Pfeilen gucken. Armor. Ach ja, Armor ist ja Rüstung. Repens Ammo. Hier, Arrow. Oh Gott, ich glaube, hier ist einer in der Nähe. Weil, sag morgen. Nee, er meint mich nicht. Arrow, okay. Ammo für einen Arrow könnten wir sogar schon herstellen. Wollen wir es machen? Ja, und da können wir nämlich hier, wenn wir nicht hier mal klicken wollen, da können wir, glaube ich, wenn wir Shift gedrückt halten, können wir in 10er Schritten erhöhen. Ah, okay. Oh, weißt du, dann mach mal ein paar Pfeile hier. Warum geht denn das so langsam? Ich dachte, an der Werkbank geht es schneller. Sind wir nicht nah genug dran an der Werkbank oder wie? Kann man es jetzt wegmachen? Doch, wir stehen genau neben der Werkbank.
Machen wir uns mal ein paar Pfeile. Leider können wir noch keinen Bogen machen. Ist denn draußen schon hell? Also das ist ja ganz gut. Nachts kannst du hier die ganzen Frummelei machen und tagsüber gehst du halt looten. Ach, guck mal einer an. Wie viel haben wir denn jetzt? 30? Oh, da haben wir aber viele. Können wir die nicht stacken? Nee. Oh, die nehmen ja ganz schön Inventarplatz weg. Okay, dann werden wir uns mal nicht noch mehr craften. Belassen wir es mal da dabei. So, Bogen ging ja noch nicht, wa? Bogen, Bogen, Bogen. Ressourcen, Woodplanks. Woodplanks brauchen wir auch irgendwann mal, wa? Hunting Bow. So, wir haben zwei Clothes, also Leder. Hier in, also es nennt sich Clothes, also Stoff eher, heißt es, die Ressource, aber ist ja eigentlich Leder. So, okay, wir brauchen dafür drei Stück noch. Na gut. So, wie sieht's denn aus mit unserem Essen hier? Ich weiß nicht, ob hier noch ein Ofen drin passt, da bin ich aber nicht so optimistisch, ey. Ah gut, verbrennen können wir uns scheinbar nicht. Ah, es wird langsam hell wieder. Ich hatte doch hier eindeutig, Achso, dazu müsste ich das Inventar aufmachen, oder? Weißt du, ich hatte doch hier... Ne, wir müssen es ausmachen, um an das Zeug ranzukommen, war? Oder? Wie war denn das jetzt? Manchmal geht's nicht. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob ich jetzt nicht checke, wie es geht. Ich habe meiner Meinung nach, habe ich hier einen Haufen Fleisch reingemacht. Inventory, Armor, Crafting. Ist ja doof. Ist das Fleisch vielleicht jetzt verbrannt? Das könnte natürlich auch sein. Ist aber eigentlich auch Quatsch. Oder drücke ich hier die falsche Taste? Wir werden mal gucken, dass wir hier unsere Ressourcen mal verstecken. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viele Pfeile. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt... Oh, na, viel passt ja da nicht drin. Wenn ich noch gar keinen Bogen habe. So, ich will hier an mein Fleisch ran. Mann, ich will mein Fleisch jetzt haben. Oder ich muss, wenn nicht Use dasteht. Geht das? Nicht wirklich, wa? Nee. Kann ich es nur an- und ausmachen? Wie komme ich denn an mein scheiß Fleisch ran, Mann? Oder muss ich mich hier noch ein bisschen hier bewegen? Kann ich mich jetzt nicht, wenn ich genau davor stehe? Sehr rätselhaft. Wir gehen erstmal wieder raus, wa? Pop, 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 pop. Gibt's hier nicht einen anderen Weg raus? Ich gehe mal da hoch. Ich will nicht immer bei der Struktur von dem Typen vorbeilatschen. So, Söderle, 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 wie der Dutchman immer sagt. Dutchman 64. So. Ja, guck mal, das ist doch ein feiner Weg. Wo gehen wir denn gar... Ah, okay. Da haben wir aber dann nicht so eine schöne Markierung, wa? Naja, werden wir schon finden. Du, 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 du. So, Tier, Tier, Tier. Ich brauche noch ein Tier. Da haben wir schon wieder Steine. Die muss ich natürlich mitnehmen. Falls... Da ist ein Tier. Sehr schön. Ein Schwein. Achso, das konnte man ja sogar hinterherrennen. Jagen, wa? War doch so. Ja. Ja, los. Schlag mich tot. Schlag das Tier tot. Wo ist das? Wo ist das Schwein da? Komm her, du Schwein. Schwein, warte. Warte auf mich. Mann, der hält aber aus, ey. So, das war's doch, oder? Ja.
So, das heißt, wir machen uns jetzt einen Bogen. Juhu. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der Bogen, da freue ich mich schon drauf. Bei Waffen. Hunting Bow. Was fehlt noch? Holz. Oh, ich brauche noch mehr Holz für den Bogen. Habt ihr gesehen, da ist noch ein Schwein. Bleib stehen, Schwein. Aber mit ein bisschen Übung geht's ganz gut. Oh, der Hut aber. Da. So, ist hier jemand? Nee. Scheint mal eine ganz ruhige Gegend hier. So besser so. So, ja, ja, ja. Bom, 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 bom. Ach, hier ist nichts mehr, okay. Ich finde ganz cool, dass man das nicht extra nochmal einsammeln muss. So, so, wenn es so jetzt. Jetzt mache ich mir einen Bogen. Jetzt mache ich mir. Was fehlt denn da noch? Fehlt da immer noch Holz? Ich habe 25 erst. Och Mann, ey. Ich brauche mehr Holz. Liegen hier keine Holzstapel mehr rum? Da ist noch ein Stein, den muss ich unbedingt abbauen. Ist hier jemand in der Nähe? Nein. Ah, okay, meine Axt ist kaputt. Klang. Kannst du die wegpacken? So, Klang. Klang. Neue Axt. Wahrscheinlich geht es mit einer Metallaxt noch schneller. Die werden wir uns dann auch bauen. Wir haben ja jetzt so viel Stein schon abgebaut. Aber ich durfte das natürlich auch nicht unterschätzen. Vielleicht ist das gar nicht so viel, was wir jetzt an Erz haben und so. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, Hunting Bow. Mach einen Hunting Bow, bitte. Damit können wir dann sogar Bären und Wölfe jagen, weil ja als Fernwaffe, die kommen dann nämlich, wenn wir sie einmal treffen, dann kommen die auf uns zugerannt und da haben wir dann noch Zeit, die zu erschießen. Aber selbst da, denke ich, braucht man ein bisschen Übung. Schön, cool, jetzt haben wir einen Bogen. Freut mich. Yo, wie geil. Oder? Ist doch geil. Cool, die Pfeile sehen auch geil aus, war so blau. So, mal gleich mal testen. Brauchen wir bloß ein Tier für. Hallo, Tier. Spieler? Hat der keine Tür drin? Oh, der hat keine Tür? Was, kann man da was looten? Nee, hat nichts drin. Verlassenes Haus. Oder hat er was im Essen drin? Im Feuer? Nö, ist leer. Zurück. Gut, ich werde dann gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich glaube, ich habe jetzt 4 oder 5 Folgen am Stück aufgenommen. Muss ich mal gucken, dann ist meine erste Aufnahme, ob das alles hinhaut mit dem Abmischung, mit dem Ton, mit den Lautstärken, ob ich da noch mal was verstelle für die nächste Aufnahme. Aber ich möchte ganz gerne, wenn ich mich jetzt nicht verlaufen habe, da sind ja die 3 hohen Markierungstannen, glaube ich, wa? Ne, sind sie nicht. Da hinten sind sie. Hier. Okay. Oh, das Holz, das ist sehr schön. Cool, wir können auch beim Rennen die Waffe wechseln. Finde ich richtig gut.
Ich hätte echt gerne meinen Bogen noch mal angewendet. So, ja, sehr schön. Und jetzt der Bogen, bitte. Komm. Da hinten sind noch mehr Steine, ihr Mist. Eigentlich lohnt sich das natürlich so lange zu looten, bis es dunkel wird. Auch so viele schöne Steine, ey. Aber ein Tierchen wäre natürlich auch cool, wa? Ja, holen wir uns noch ein paar Steine. Oder vielleicht sollte man noch clever sein und ganz am Anfang dann erstmal wieder zurückgehen. Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, auch. Wir gehen ja erstmal wieder zurück. Wir haben ja, glaube ich, auch genug Zeug jetzt, um einen Ofen zu bauen. Wir haben unseren Bogen. Ja, wir werden mal einen Ofen bauen, ein bisschen Erz brennen und uns dann vielleicht eine Metallhacke. Ah, guck mal, wir können unseren Bogen mal verwenden. Bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Ah, wir haben getroffen. Müssen wir da hinterher rennen oder wie läuft das? Also lange hält er denn nicht. Da ist das Schwein. Oh. Cool. Schwein erlegt, ist ja geil mit dem Bogen. Ja, jedes dieser Survival-Spiele hat so seine ganz eigene Faszination. Wobei, wenn ich dann das erste Mal umgebracht und ausgeraubt wurde, dann werde ich bestimmt auch traurig sein. Ich hoffe nicht. Na, ich muss dann wahrscheinlich wieder mehr oder weniger von vorne anfangen, wenn die meine ganzen Ressourcen klauen und so. Also da war ja die Markierung, wa? Ne, da. Okay, da müssen wir hier rein. Denke ich mal, wa? Das war ja eins weiter. Muss mal rein. Damit wir nicht bei dem Spieler da vorbeikommen. Und da unten drin ist dann unsere Hütte. Wenn natürlich jemand sieht, dann könnte der daraus schließen, wo unsere Hütte ist. Da, guck mal hier. Hier theoretisch könnten wir das sogar noch zumachen. Auf lange Sicht, mit Mauern und so, wäre eigentlich eine coole Idee. Wenn wir da oben in diesen dünnen Spalt einfach noch eine Holzwand mit einer Tür reinbauen. Apropos Tür, das nächste, was wir bauen müssen, ist eine Metal-Tür, damit in unserer Abwesenheit das ein bisschen erschwert wird, dass sie hier in unser Haus reinkommen. So. Tür zu. Schlafsack benutzen geht nicht, weil nur aufnehmen geht. Ja, jetzt habe ich ihn aufgenommen. Das war natürlich jetzt nicht mein Plan. Legen wir mal wieder aus. Das ist schon geil. So. Grün. Okay, jetzt liegt er wieder. So, unser Spawnpunkt ist definiert. Jetzt möchte ich aber einen Ofen machen. Und ich will mal hier auch mal gucken, was ist denn hier los? Unserem Fleisch. Ach, jetzt geht's. Wir waren draußen und sind wieder reingekommen und dann geht's. Ist ja eigenartig. Oder wenn das Holz alle ist oder was? Keine Ahnung. So. Wollen wir was essen? Jo, essen wir mal eine Kleinigkeit, wenn wir schon mal wieder zu Hause angekommen sind. Lecker, lecker, lecker. Lecker. So, sehr schön. Lecker. Alles klar. Wollen wir mal diese alte Axt. Ach, die passt da auch nicht mehr rein, wa? Nee, komm, wir machen jetzt erstmal ein. Machen jetzt erstmal einen. So, gehen wir mal hier hin. Dann machen wir erstmal einen Ofen. Müsste jetzt funktionieren. Nein, warum nicht? Was brauchen wir noch? Steine und dieses Foolzeug. Okay, das haben wir ja in der Truhe. Foolzeug und Steine. Sehr schön. Gut, jetzt. So. Macht Spaß, macht Spaß. So, für uns jetzt, ja, ein Ofen, cool. Und dann können wir schön Eisen brennen. Da freue ich mich schon. Und fertig ist er, cool. Ist natürlich auch nachts dann wieder zu sehen, so ein Ofen.
So, die 4. Oh, ho, ho, ho. Wollen wir hoffen, dass hier noch Platz ist in der Hütte. Huh? Ach, guck mal, da würde sogar noch Platz sein. Ich würde den aber gerne da hinten in der Ecke stellen. Hier so, ja. Noch ein Stück nach vorne. So. Ein bisschen weiter weggehen. Genau auf den Schlafsack rauf. Naja, ist ein bisschen unrealistisch, wa? Können ihn trotzdem noch hochnehmen. Na, ist egal. So, probieren wir gleich mal den Ofen aus. Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Metallerz und Kohle oder was? Nee. Mal Split. Split. Ah, okay. Jetzt kommen wir nicht mehr ran. Ach so, wahrscheinlich. Wahrscheinlich immer erst, wenn es dann runtergebrannt ist, das Holz, dann kann ich ja wieder ran, so war, würde ich mal vermuten. Da muss ich um Inventory gehen, um da ranzukommen, ne. Ja, weiß ich jetzt noch nicht, wie das funzt. Wie sieht's denn hier aus mit Erz? Wir haben ja noch mehr Erz, wa? Hier haben wir noch mehr Erz. Hier haben wir das Zeug noch. Steine, Kohle, Dingsbumse. Hier haben wir noch 9-mal Holz. Okay. Dann würde ich mal gucken, dass ich das andere Zeug hier noch brate. Dazu kommt hier ein bisschen Holz rein und unser Fleisch, unser neues. Können wir das hier auch splitten? Ne, hier kann man nicht splitten. Split und Split. Hauen wir das da rein und lassen das mal schön brutzeln. Okay. News? Okay. Oh, jetzt ist es richtig schön warm hier, oder? So, wie sieht's aus hier? Sieht's aus. Hier müssen wir wirklich scheinbar warten, bis das fertig ist. Wie sieht's denn aus mit Holz? Ich würde da vielleicht tatsächlich ganz gerne eine Holzwand bauen da oben. Weiß ich noch nicht, wie viel Holz wir dafür brauchen. Gehen wir mal raus. Ich glaube, die können wir auch ohne Werkbank craften, wa? Eine Holzwand mit einer Tür, meine ich. Weiß nicht, ob wir dazu auch eine Foundation bauen müssen. Ja, eine Foundation, so eine Art Fundament aus Holz. Kann auch sein, dass ich erst Woodplanks noch craften muss. Hier sind ja überall Durchgänge, wa? Mehrere Durchgänge gibt es hier. Nach draußen. Ah, okay, das ist also einer schon mal. Den könnte man mit Holz zumachen. Wenn ich jetzt hier mir eine Holzwand. Muss mal gucken, wie das geht. Was gibt's hier? Holztreppen, Holzfenster, Holzwand. Brauchen wir Woodplanks. Die müssten bei Survival sein oben, wa? Das ist ja was ganz. Oder Woodbarrikade ist natürlich auch cool, wa? Woodplanks, 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 Woodplanks. Woodplanks. Oder wir müssen die wirklich an der Workbench machen, die Woodplanks. Ich finde die gerade nicht. Spike Wall. Na komm, gehen wir nochmal runter und gucken, ob wir da echt die Workbench zu brauchen, um die Woodplanks zu machen. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Die Folge ist wieder vorbei. Ich werde dann jetzt mal den Ton. Die Stelle ist schon ziemlich geil. Ich finde hier die Stelle cool, die ich hier mir ausgesucht habe. Wenn wir da oben die Zugänge noch irgendwie ein bisschen dicht machen mit Türen und so weiter, wobei wir dann natürlich indirekt auch wieder darauf hinweisen, dass wir hier sind. Eine Metalltür brauchen wir dann aber auch noch. So. Tür zu. Sehr schön. Und hier? Was geht? Was geht hier? Nichts brennt noch. Genau, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich hier tatsächlich die Woodplanks nur hier machen kann. Wenn ich das Holz anklicke, spielt das keine Rolle. Hier, Woodplanks, wo war das? Bei Ressource oder was? Woodplanks, okay. Dann mach doch mal
5 kann ich nur machen. Oder was? 5 Woodplex kann ich nur machen. Ach so. Weil ich habe hier so viel hier drin in der Truhe noch, wa? Na, vieles auch gut, ey. Vieles auch gut. Warte mal. Warte mal. Würde ich jetzt mal probieren. Wie sieht es denn hier aus mit der Wood-Door? Okay. Mit dieser Wood-Wand. Wie ist denn das mit der Wood-Wand? Wood-Wand. Spike-Wall ist auch cool. Large Spike-Wall. Workbench. Wooden Door. Sleeping Bag. Eine zweite Storage Box wird hier nicht reinpassen, oder? Wollen wir mal probieren? Nee, mach mal erstmal eine Wood Wall. Wood Wall, Wood Wall, Wood Wall. Hier, eine Wood Wall. Craften wir mal. Können wir eine einzige Wood Wall bauen? Oh, wir brauchen Holz ohne Ende. Ich sehe das schon kommen. Dann würde ich mal gerne gucken, inwiefern wir die da oben platzieren können. Wird es schon wieder dunkel, sag mal? Ja, es wird schon wieder dunkel. Mach die Tür zu, Alter. So. Da oben. Ne, es wird noch nicht dunkel. Aber doch, die Sonne geht unter. Wir sind jetzt hier im Schatten. Oh, jetzt habe ich eben ganz fürchterlichen Schrei gehört irgendwie. Nicht, dass jetzt hier die Wölfe kommen. Hier gibt es ja scheinbar zwei Verbindungen. Einmal hier hoch. Das ist die Struktur von dem anderen Spieler. Da würde ich jetzt mal einfach hier diese Woodwall setzen. Wenn es geht, mal gucken. Ah, okay. Kann natürlich auch sein, dass ich dafür eine Foundation brauche. Ja, sieht schon mal fast so aus, wa? Nee, die kann ich jetzt hier nicht so einfach. Hier müsste ich dann eher eine Barrikade hinbauen. Na gut. Gehen wir mal wieder runter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob diese komischen Geräusche jetzt hier aus dem Game kommen. Ich habe es ziemlich leise gestellt, damit mich der Sound nicht ganz so doll stört. Okay. So, wir gehen jetzt mal wieder rein. Oh, der Ofen ist, glaube ich, fertig. Gucken, was er uns da gebrannt hat. 76 Metallfragmente, das ist schon mal schick. Und 50 Kohle wieder. Dann gucken wir gleich mal, ob wir aus den Metallfragmenten jetzt eine Axt craften können. Eine Metallaxt. Eine Stone Hatchet. Und was gibt's noch? Eine Baba, 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 Ressourcenmaker, Arrow, Weapons. Tools. Handmade Lockpick. Achso, das war dieser. Na, wo ist er? Ich weiß doch, das ist eine Metallaxt. Oder ist sie bei. Die ist doch nicht bei Waffen. Verarsch mich doch nicht. Small Stash. Was ist ein Stash? Ein Sack ist ja auch cool. Weiß nicht, wofür man den braucht. Ein Bett. Ah, okay. Cool. Anstatt Schlafsack. Reparaturbank, ah, okay. Stone Hatchet. Ich brauche eine Metall Hatchet. Metall Windows, okay. Wood Ceiling, vielleicht ein Dach, weiß nicht. Wood Ramp, okay. Wood Stairs, Wood Window, Wood Arschloch, leck mich. So. Nee, mein Jungs, ich bin jetzt hier eine Axt, eine schöne. Hier. Ah, guck einer an. Die läuft unter Waffen schon. Haben wir gleich eine richtig schöne Axt. Ah ja, sehr schön. Können wir die mal ins Inventar zurückpacken? Jetzt haben wir hier eine schöne Eisenaxt. Können wir eigentlich eine Spitzhacke schon bauen? Das fällt mir gerade ein. Hunting Bow, Pipe Shotgun, ah, wow. Handkanone. Es gibt wohl auch noch eine Spitzhacke, aber da weiß ich noch nicht.
Was wir dafür brauchen, für Grundlagen, um eine Spitzhacke zu craften. Können wir hier mal noch mal kurz gucken. Spike Wall, Torch, Monarch. Large Woodgate, was ist das? Ah, ein Holztor. Ah, cool. Woodgate Away. Ah, alles klar. Da könnte ich. Das brauche ich für da oben, glaube ich. Metalldor, kann man die schon bauen? Nee. Wir haben 66 Metallfragmente, brauchen 300. Oh, okay. So. Vielleicht noch eine zweite Kiste bauen. Oh, die Folge ist sehr lange, sehr lang, sehr lang. Ich mache mal schnell eine zweite Kiste noch. Können wir? Und dann gucken wir mal, ob wir sogar die noch platzieren können. Und dann ist die Folge aber echt vorbei. Da muss ich mal was checken. So, sehr schön. Jetzt ist dunkel draußen. Das ist natürlich die richtige Zeit, um hier rum zu... Die wird hier nicht mehr reinpassen, wa? Da wird wahrscheinlich kein Platz mehr für sein. Ist zu klein hier, die Butze. Nee. Ja, da müssen wir hier... Gucken, dass wir das Ding hier vergrößern. Mal kurz mal rausgucken. Was draußen so los ist. Na, wo ist die Tür? Geh auf. Na, so ganz dunkel ist es noch nicht. Also da müssen wir im Prinzip hier eine Foundation bauen, um uns hier ein größeres Haus zu bauen. Ich glaube, ich werde sogar bleiben hier an der Stelle. Ich hoffe, dass es nicht zu schief für eine Foundation. Und wir bleiben jetzt aber, wenn wir uns ausloggen vom Server, bleiben wir hier in dem Haus. So, war total spannend gewesen. Sieht man mir vielleicht nicht so an am Gesicht, aber ich bin dann immer so konzentriert, dass ich ja mal wie so ein Klepper aufs Spiel starre. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Hier aus den Ufoman Studios in Berlin wurde wieder mal gesendet von Ufoman selbst. Rust, eins der Survival Gables, die hier schnäbeln auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.